Hallo zusammen, Mitte Oktober, super Wetter, ein bisschen windig, aber es geht jetzt los auf eine neue Tour. Heute bin ich alleine unterwegs. Mal gucken, wollte so Richtung Bonn oder sogar Remagen. Einfach mal schauen, wie das Wetter mitspielt, wie ich durchkomme. Viel Spaß dabei.
Halbzeit. Bin nach ca. 50 Kilometer in Remagen angekommen. Werde jetzt einkaufen gehen und dann mal gucken, dass wir den Rhein hier irgendwie rüberkommen und dann die andere Seite Richtung Köln zurückfahren. Von Bonn aus bis hier runter nach Remagen. Richtig schön zu fahren gewesen, der Radweg. Manchmal ein bisschen schmal, aber einfach eine schöne Aussicht hier. So, einmal mit der Fähre rübergesetzt. Jetzt bin ich in Linz. Und dann schauen wir mal, wie hier der Radweg ist Richtung Köln zurück. Morgen, ein neuer Tag. Es wird langsam hell. Hab hier hinten ein kleines Lager aufgebaut gehabt. Ist schon wieder abgebaut. Werde jetzt noch kurz frühstücken. Und dann geht es wieder weiter. War eigentlich sehr schön hier. Nur hinten auf der anderen Rheinseite ist irgendeine Schnellstraße. Plus ein paar Schienen. Also war es dann zwischendurch mal ein bisschen lauter hier. Hatte natürlich gestern Abend noch reingeguckt auf der Seite von der BFN, ob es hier ein Naturschutzgebiet ist oder nicht. War kein Naturschutzgebiet, dementsprechend konnte ich hier beruhigt schlafen. Das war wieder so klar. Man fährt keine 500 Meter weiter und schon jupp, hat man sogar eine Hütte hier stehen.
Ja, wo bin ich hier? Das ist der asphaltierte Weg, um zum Drachenfelsen hochzukommen. Ich kann nicht am Drachenfelsen vorbeifahren, um dort hochzufahren. Ne? Also, jetzt geht's los. Bergauf, bergauf, bergauf. Erstmal eine kleine Pause, warten wir auf die Bahn. Natürlich werde ich nicht einsteigen, wenn wir nur filmen und vorbeifahren. Endspurt. Die letzten Meter ab nach oben. Hochgekämpft und das ist das Schönste, die Abfahrt.
So, ich bin wieder in Köln angekommen. Nach knapp 130 Kilometer. Ich blende euch das mit einem Foto ein. Müsste ich jetzt drauf gucken, ob ich jetzt keine Nerven zu. Ich bin froh, dass ich sitze. War eine sehr schöne Tour, anstrengend. Waren viele Leute unterwegs, konnte nicht so fahren, wie man fahren wollte. Man musste mal wieder abbremsen und mit Anhänger ist das ein bisschen blöd. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben machen. Kommentar nicht vergessen. Und natürlich abonnieren, falls ihr das nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.